Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und wir sind hier auf der Sosnokower Map vom Landwirtschaftssimulator 17. Oh, unser Großenkelchen ist noch immer unter der Erde, leider. Aber wir haben hier noch einiges vor. So, dadurch, dass ich weiß, dass ich hier schon mal Ölrettich angebaut habe, dadurch, dass ich auch weiß, dass der hier noch ein bisschen länger braucht, liebes Lotte, liebes Lötchen, ich möchte ein bisschen mal weiterkommen. Also gehen wir hier mal die Zeit vordrehen. Und schauen wir mal kurz nach, ob ich überhaupt die richtigen Werkzeuge hier schon parat habe. Ja, hier habe ich den Gruber. Den brauche ich als nächstes. Habe ich eigentlich jetzt auch schon einen? Nee, den habe ich noch nicht. Aber den muss ich nachher dann noch kaufen, ne? Ja, macht nichts. Starten wir den hier mal. Hole ich ja mal da den Gruber ran, wo auch immer ich den jetzt hier abgestellt habe. Wo wird denn den Gruber abgestellt? Oder habe ich den noch gar nicht mal hergeholt? Ja, gibt's das auch? Nee, da oben habe ich ihn. Anhängen. Ja, mit dem Gruber haben wir hier dann die Ehre, hier oben den Ölrettich unterzugrubbern. Und das werden wir versuchen hier natürlich in dieser Folge hier zu machen. Vorausgesetzt, das Ding hier wird mir jetzt dann gleich soweit. Ich gehe den schon mal aufklappen. Oh ja. Ölrettich ist soweit. Zeit zurück. Dann hole ich mir da eine Hilfestellung. 6 Meter Pass. Kein Versatz drauf. Weil ich nämlich Lust und Laune dazu habe, das hier selbst zu erledigen. So. Absenken. Und dann machen wir das Ganze hier selbst mal, ne? Kosten, Minimierung, Kosten sparen. Und das geht am besten, wenn man es selbst macht. So, bitteschön, in die richtige Reihe rein, dankeschön. Wobei bei diesem Feld hier würde sich wahrscheinlich sogar auszahlen, wenn ich dann in die andere Richtung fahren würde. Also in die Querrichtung. Dann machen wir das auch mal, ne?
Ich gehe hier den Kurs umsetzen. Wende das ganze Teil schon. Und setze es neu an, ne? So. Oh, jetzt seht ihr mich hier auch mal in Aktion, hier, ne? Und das Ganze hier mit GPS. Ja, diese Linien hier sind das GPS von dem ganzen Drecker. Sprich, ja, ne? Ja, normalerweise hebt man das ganze Teil an. Also das GPS ist eigentlich nichts anderes dafür, da dass es hier ne, mehr oder weniger hier die Linienführung hat. Es übernimmt für mich eine Hilfestellung in Sachen der Lenkung. Und das gibt's sogar in echt. Und jetzt fahre ich hier genau gegen einen Baum hier, ne? Macht man ihn nicht, natürlich nicht. Ja, ein paar kleine Sachen würde ich hier auf jeden Fall selbst übernehmen. Wie zum Beispiel diese Arbeit jetzt hier. Ne? Ich könnte eigentlich auch selbst pflügen gehen, aber ja. Wer schaut mir bitte schön beim Pflügen gern zu? Ist ja eigentlich auch schon so, wer schaut mir bitte beim Grubern zu? Ist eigentlich fast nichts Besonderes dran, außer dass ich hier ein bisschen Tasten drücke und sonst nichts, ne? Könnte eine langweilige Geschichte werden. Oder ich mache es so, wie es schon einmal war. Ich werde jetzt einmal ein bisschen dann still sein. Werde hier mal fertig grubbern. Und ihr könnt euch dann das Ergebnis gerne anschauen. Allerdings, ja, keine Ahnung. Ja, wisst ihr was, ich nehme jetzt erstmal weiter auf. 8 Minuten haben wir ungefähr jetzt. Werde dann das Ganze hier noch fertig grubbern. Und ihr seht aber erst das Ganze, bevor ich komplett fertig bin. Ne? Ich werde hier mal einen Schnitt machen. Also dann, bis gleich. Ne? Ja, so, jetzt habe ich hier schon fast fertig gegrubbert. Damit herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 17 Sosnokova App. Und ja, ich habe jetzt fast 6 Minuten dafür gebraucht, 6 reale Minuten, ne? Die letzte Wendung, die macht ihr jetzt hier mit mir mit. So. Oh, und dann sind wir gleich fertig mit dem Gobern. Das müsste dann aber auch schon die nächste Düngerstufe gewesen sein. Das schauen wir uns dann gleich mal an. So, heben wir erstmal das Teil. Schauen wir hinein in die Beschaffenheit. Jawohl. Ich kann sie ein bisschen vergrößern. Hier haben wir nur einmal gedüngt und hier haben wir mit dem Ölrettich das zweite Mal gedüngt. So, und da drüben scheint unsere Bäuerin da auch schon fertig zu sein. Und zwar müsste sie jetzt fertig werden.
Nein, sie dreht noch einmal. Sie wendet noch einmal. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, ich bringe das Ganze jetzt schnellstmöglich hier rüber zum nächsten Feld. Drehe mir aber hier den Guten wieder um. So. Einmal Motor ausschalten. Ja, darf jetzt hier unsere Bäuerin, unsere Landwirtschaftsexperten. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ungefähr 6-7 Minütchen. Ja, du wirst auch gleich fertig sein, ne? Was ich festgestellt habe, wir müssen noch nachpflügen. Weil die gute Dame hier vergisst da einiges auf der Seite. Beziehungsweise schafft das hier nichts richtig, ne? Aber das können wir gleich mal machen. So, jetzt bin ich hier am Steuer. Dann gehe ich mal hier den Pflug wenden. Absenken. Das machen wir ohne Hilfe. Ziehen wir mal da noch auf der Seite den Rand schön mit dem Pflug. Ich glaube, da ist irgendwo eine Stelle ausgelassen worden, oder? Ja. Jo, das ist diese Seite gewesen. Fahren wir auf die andere Seite nochmal. Oh, das wird ein schönes, großes Maisfeld, würde ich sagen. Also so viel Mais wie da drauf kommen wird ein Wahnsinn. Das wird eine ziemlich lange Maisernte werden. Ja, und dieser Trecker hier hat halt eben keine Pflegebereifung. Der macht hier das Gras hier auch kaputt. Aha. So. Nochmal diese Seite hier noch fertig. Damit alles gepflügt wurde. Oh, super, perfekt schaut das aus. So, das freut mich. Pasto. So, den Pflug bringen wir jetzt in die Transportstellung. Fahren mit diesem jetzt nach Hause. Dort werden wir den Pflug abstellen, denn der darf mir da drüben gleich mal ansehen gehen. Die Aussaat, die werde ich jetzt noch starten. Die könnt ihr gleich mal mit ansehen. Also nicht mit ansehen, sondern mit anschauen, wie ich da gleich dann die... Ja, ne? Ja, genau, ne? Wie ich die Aussaat starten lasse. Und zwar, vom Sojabohnen. Weil für Sojabohnen habe ich eigentlich auch schon alles. Eigentlich habe ich ja alle zwei Maschinen, ne? Ja, gehen wir mal die Sojabohnen aussehen. Aber ihr merkt schon, der Traktor braucht ja auch ein bisschen lang hier, ne?
Und für die Aussaat selbst braucht er ja keine Pflegebereifung. Es ist ja schließlich auch keine Feldfrucht mehr auf dem Acker. Der Acker, der ist ja komplett leer. Das Feld, der Acker, ist ja alles komplett leer. Bom 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 bom. Ich sollte vielleicht aufhören zum Singen. Ich habe keinen Bock zum Zurückschieben. Also fahren wir von der hinteren Seite rein, ne? Also, von der Transportstellung muss ich wieder zurückdrehen. So. Dann holen wir uns diese Seemaschine nicht, sondern die andere. Die haben wir da herüben stehen. Damit ich besser reinsehe. So, dann wählen wir als Fruchtart die Sojabohnen aus. Klappen die Seemaschine auf. Ja, am besten wird es so sein. Und lassen hier schon wieder eine Frau. Jetzt habe ich einen Mann. Kannst du besser? Kannst du besser fahren wie die, als die Frau, ne? Oder was ist los? Das klappt, die ist zu Ende. Der hat geklappt, die ist schon fertig. Magst du besser? Bitte mach besser. Ja, er geht wenden. Ja, macht sein Wendemanöver, ja, sehr schön. Schuh. Der geht hier jetzt noch aussehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche ein schönes Wochenende. Nächste Folge, nächste Woche Mittwoch. Von Landwirtschaftssimulator 17, so ist eine Cover-App. Und lass doch einmal ein Like da, ne? Und genau mit diesem Bildschirm hier verabschiede ich mich. Tschüss.